und auch die Hatsuharu-Milme wieder bespaßt werden. Dementsprechend schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships Live. Ja, ihr seht natürlich ich und Hatsuharu am Start. Dieser Baum, der mir eigentlich sehr gut gefällt, der Zerstörer, weil sie einfach ein bisschen sneaky sind, ein bisschen von hinten raus, weniger jetzt auf die Kanonen gehen, sondern mehr auf die Torpedos setzen. Und nun geht's mal Richtung Front. Ich glaube, ich werde hier die 1er-2er-Linie abfahren. Mit Vollspeed geht's direkt los, weil gerade die 4 Schlachtschiffe sind da draußen auf dem offenen Meer ein gutes Ziel. Und dementsprechend volle Fahrt voraus dahin. Wir werden auch so fahren, dass ich hier mal zwischen die Inseln luren kann. Dann kann ich schon sehen, okay, wie schaut es da aus? Was ist da los? Was wird da gespult? Wie man in Bayern so schön sagt. So. Und ich denke, jetzt bald dürfte oder sollte ich die ersten auch schon aufmachen. Torpedos sind auf jeden Fall jetzt mal am Start. Wir haben ja eine Reichweite von 10 Kilometern. Also damit sollte man schon was anfangen können. Aber noch ist nirgendwo was zu sehen. Bei meinem Glück auf einmal ploppt vor mir ein Zerstörer auf, nimmt mich rauf. Aha. Colorado. Oh, da bin ich offen. Das kann nur ein Zerstörer sein. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Backbord. Kritischer Maschinenschaden. So, wir hauen jetzt mal aber sowas von rapide hier ab. Und ich fahre auch weg im Rauch. Nebelwand gelegt. Oh, da drüben ist eine Cleveland. Aber ich habe noch zu lange Reload. Da muss ich mich jetzt ein bisschen einbremsen. In meinem Überschwang. Aber ich kann mal ein wenig drauf schießen. Da, und man sieht auch da, man macht schon Schaden. Und solange sie sich nicht auf mich konzentriert, wie jetzt, kann man auch ruhig mal mit dem Japaner mal seine Geschütze einsetzen. Und da konnte ich ihn zerstören, sehr schön. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Und ja, unsere zwei Zerstörer, die sind leider hier schon direkt zerstört. Also die haben da zu sehr und zu aggressiv gespielt. Nicht so clever. Jetzt muss ich mir aufpassen, wo die Mikhail Kutuzov ist. Aber die dreht ab, das ist gut. Jetzt bin ich der Einzige, der hier dem Team so ein bisschen die Sicht ermöglicht. Das heißt, ich muss noch mehr sneaky spielen und mich da zurückhalten. So. Die Aale lassen wir mal laufen. Weil die Colorado sich da sehr stark in gleicher Fahrt fortbewegt.
Aber es fliegen keine Granaten in die Richtung von der Colorado. Bisschen traurig. Also gerade Miyoko sollte gut schießen können. Aber tendenziell laufen die nicht schlecht. Mit bisschen Glück sollten zwei treffen. Zumindest einer. Na, einer auf jeden Fall. Und die Colorado fährt weiterhin ihren Stiefel. Das ist doch sehr angenehm. Ich setze die bewusst so ein bisschen links und rechts daneben, weil normalerweise so eine kleine Kurskorrektur ist immer ganz schnell passiert und dementsprechend kann ich so auf jeden Fall 1-2 Aale ins Ziel bringen. Ja, auch wieder einer. Also die Colorado, die bleibt da ihrem Stiefel treu. Jetzt will ich so beidrehen, dass ich hoffentlich zwar nicht aufgehe, aber schon noch eine weitere Salve drauf knall. Aber das ist jetzt gerade... Ansonsten habe ich ja noch einen Rauch. Aber die bewegt sich wirklich so, dass ich da... mal einen jetzt draufknall. Kommt schon. Einen Treffer brauche ich noch. Dann dürfte der damit zerstört sein. Und das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Ja. Der ist weg. Zwei Zieltreffer. Und der verabschiedet sich nach Hause. So, und jetzt mal Richtung Nagato. Beim Gegner muss man aufpassen, die haben immer noch drei Zerstörer. Schnell, so schnell als möglich darüber. Aktuell ist es ein sehr ausgeglichenes Match. Wie gesagt, nur schade, dass unsere Zerstörer so schnell gestorben sind. War ein bisschen brain dead. Aber wenigstens konnte ich schon 4 Torpedos ins Ziel bringen und 2 zerstören. Bei aktuell 4 versenkten Gegnern habe ich also schon die Hälfte selber versenkt. Das läuft doch ganz, ganz solide. So, die Nagato dreht hier ein bisschen ab. Aber jetzt dreht sie wieder rein, dass sie vor den Inseln bleibt, so wie es aussieht. Und da drüben, da ist Rauch. Der ist 7 Kilometer weg, da muss ich echt aufpassen. Deswegen drehe ich jetzt hier rein, in diese Bucht. Eben wieder offen.
Aber auch hier nutze ich jetzt meinen Rauch nicht zum Schießen. Maschinenboost deaktiviert. Nebelwand gelegt. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Blischkapitze da zerstört wird. Und dass ich jetzt hier wegkomme. Und da steht jemand in unserem Cap. Achtung, alle Bemühungen zum Schutz der Basis konzentrieren. Die Nagato, die dreht stark ab. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt erstmal um den Cap. Weil da ist wohl die Mutsuki, vermute ich, da stark. Dass die da hier auf unseren Punkt gefahren ist. Weil auch die Atago die noch gar nicht spottet. Torpedos voraus. Torpedos direkt voraus. So, hätte ich doch gedacht. Die wusste schon, dass ich dann natürlich komme. Ist ja klar. Aber ich wusste auch schon, dass die da im Punkt steht. Und dadurch, dass sie mir vorher eine gegeben hat, gebe ich da jetzt zurück. Antrieb ist ausgefallen. So. Ganz knapp davor. Und jetzt ist sie weg. Sehr gut. Die ist zerstört. Also auch hier konnte ich sie aufdecken, beziehungsweise hier mit supporten. Aber man hat gesehen, Mutsuki guter Tarnwert. Aber jetzt will ich gerne noch die Nagato haben. Die da sich so verdünnisiert hat. Auch die Blischkapitze, auf die muss ich noch ein bisschen aufpassen. Die ist da immer noch irgendwo in der Mitte. Aber ein Zerstörer mit Torpedos treffen, hat man gerade gesehen, ist halt nicht so leicht, auch wenn sie gut geschossen waren. Ich glaube, von den HP war die Blischkapitze ja jetzt recht überschaubar. Ja, das heißt, ich kann das schon. Aber das sollte sich gleich von selbst erledigen. Weil die Blischkapitze und die Pensacola... Oh, die Pensacola hat sich da aber mal brutal holen lassen. Das war Nubi. Pensacola ist eigentlich ideal gegen gegnerische Zerstörer. Und sie war ja lange offen. Hat einfach kein Damage angebracht, leider, der Gute. Aber ihr seht da drüben, die machen da schon die Nagato. Und ich fahre jetzt hier auf die Nagato mal drauf. Aber da muss ich jetzt ein bisschen den Weg abschneiden. Wir machen meinen letzten Turbo-Boost an. Maschinenboost aktiviert. Da ist noch die Blischkapitze. So, kein Landgang bitte. Schneller geht's leider nicht. Also ich würde ja noch gern noch einen zweiten Boost haben. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber ist nicht drin. Ich muss ja ein bisschen, wenn ich den Kill noch haben will, muss ich jetzt ein bisschen risikoreicher spielen.
So. Nebelwerfer gestartet. Nebelwerfer gestartet und jetzt bleiben wir auch hier drin stehen. Volle Fahrt zurück und jetzt wird der da ein bisschen beschossen. Nebelwand gelegt. Und jetzt stehe ich schön drin. Oh, du bist weg. Maschinenboost deaktiviert. Und du bist zerstört. Ja. Der ist weg. So, jetzt kommt hier die Kutuzov. Aber ich habe gleich wieder meine Tops ready. Die brauche ich unbedingt gegen die. Das wird jetzt nochmal hölleneng. Ah, da ist sie zerstört worden. Hier wäre sie gewesen, aber Gott sei Dank keine Gefahr mehr für mich. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. So, 50.000 Schaden gemacht. Ist okay, aber ich glaube, ich habe dem Team eben sehr gute Dienste mit meinem Spotting getan, weil leider eben unsere anderen beiden da sehr früh, sehr schnell draufgegangen sind. Also es war ein gutes, vernünftiges Spiel mit einer schönen Credit- und XP-Ausbeute am Ende, sodass man sagen kann, okay, man kann weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.